So, weiter geht's. Servus. Gott, ist das ein Schlammschneemix hier. Ja, ich glaube, da ist der Alpspitzverrater. Aber da ist auch ein Weg. Eine gute Frage. Gott, ist das ein matschiger Schnee hier. Müssen wir mal gucken. Hier überall irgendwelche Seile drin. Wir gehen mal hier lang. Das ist eine geile Aussicht hier. Oh, hier ging Steve runter. Und da geht's rutschig hier los. Haha, ist das krass. Weil dieser Schnee so am Schmelzen ist hier. Da führt die Spur hoch und hier. Aber wir gehen jetzt hier. Dann können wir die Klammern nutzen. Müssen nicht so viel mit Schnee zu tun haben. Dass der taut, ist so kacke. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, Mensch. So, wir haben es geschafft. Das dürfte der Einstieg der Alpspitzverrater sein hier. Über das Schneefeld mussten wir noch drüber gehen. Ist alles am Tauen, alles rutschig. Ah, da hinten ist der Bernhardinkopf, wo ich jetzt hinblicke. Da geht der Mauerläuferklettersteig hoch. Eben ausprobiert, für zu schwer befunden, umgekehrt. Ist halt so. Man muss ja irgendwie sich steigern, gucken. Aber da ich jetzt einmal hier oben bin, mache ich dann hier diesen wundervollen Alpspitzverrater-Klettersteig. Ziemlich einfach, kein Hexenwerk, nichts Gravierendes. Viel Eisen drin. Ja, ob man sich jetzt hier sichern muss oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Kann man. Und dafür ist das Seil ja hier da, zum Einklinken. Und machen wir auch.
Ja. Zack. So, da unten ist noch ein Hinweis, habe ich jetzt aber übersehen. Und ja, wir gehen jetzt hier hoch über diesen geilen Steig hier, der voll mit Eisen ist. Mit einem leichten Rucksack hoch. Ob wir es bis ganz hoch schaffen, das steht noch außer Frage. Denn wir sind ziemlich spät hier, da wir ja noch runter bis zum Mauerläufer sind. Und ja, müssen einfach mal schauen, ob wir hier jetzt tatsächlich etwas Zeit aufholen können. Jetzt ist es blockiert. So. Geil. Oh, ich muss umhängen. Das ist fast vergessen worden. So. Vielleicht machen wir den auch nicht komplett und gehen dann zurück. Oh, hier ist so viel Eisen drin. Das ist ja der Wahnsinn. Eben noch zwei, drei getroffen. Wer weiß, wo uns der hier hinführt. Also auf die Alpspitze sollte es schon gehen. Wir müssen gucken, dass wir das auch zeitlich schaffen. Ja. Ah, das ist ja hier. Ich kling's jetzt aus. Hier ist das mir ein bisschen zu doof. So. Zack, geht's auch direkt ein bisschen schneller. Und hoch über den Klettersteig. Ja, ich glaube, wir sind genau richtig. Einige sind dann im Winter hier hoch und dann hier eingestiegen, vermutlich. Ja, der Schnee taut jetzt ab. Ja, und die Aussicht ist ja wohl wirklich atemberaubend. Geil. Voll ein Genuss. Ordentlich schlammig, war wirklich ordentlich schlammig und speckiger Fels, weil hier so viele hochgehen. Ja, hier unten ist die Talstation in die Richtung. Schön, schön. Oh, der Speck, der Fels ist so speckig hier, dass das echt rutschig ist teilweise mittlerweile. Wo hier halt auch so viele hochgehen. Ja. So.
Gott, ist der speckig, der Fels. Auf jeden Fall als Spitzverräter so viel Eisen wie hier drin ist, kann ich ja fast gar nicht mehr aussuchen, was man hier nehmen will. So. Und hopp. Und hopp. Die Aussicht wird geil. Alter, ist das hier Eisen drin, meine Herren. Also wirklich. Und sehr ganz spannend. Oh, ist das gut. Oh, mal schauen. Test, ob es hier jetzt weitergeht. Müssen wir mal gucken.